Enthüllt, so viel ist Barca bereit für Lewandowski zu zahlen, werden die Bayern schwach. Die Bayern-Verantwortlichen haben zuletzt allesamt unisono betont, dass man Robert Lewandowski im Sommer nicht abgeben wird. Der Pole selbst hingegen drängt auf einen Wechsel zum FC Barcelona und hofft, dass alle Beteiligten eine einvernehmliche Lösung finden. Aktuellen Meldungen zufolge hat Barca nun eine finanzielle Schmerzgrenze für einen Lewandowski-Transfer festgelegt, welche Oliver Kahn und Co. ins Grübel bringen könnte. Robert Lewandowski will unbedingt zum FC Barcelona und der FC Barcelona will unbedingt Robert Lewandowski. Lediglich der FC Bayern präsentiert sich derzeit noch als Spielverderber. Die Bosse an der Säbener Straße beharren weiterhin auf einem Verbleib des Top-Torjägers bis 2023. In Barcelona ist man hingegen zuversichtlich, dass der Pole im Sommer ins Camp Nou wechselt. Barca legt Schmerzgrenze für Levi fest. Wie die Spanische es berichtet, herrscht bei den Katalanen durchaus Optimismus in der Causa Lewandowski. Grund: Der 33-Jährige hat den Bayern unmissverständlich klar gemacht, dass er den Club im Sommer verlassen möchte. Demnach hat die angriffslustige Haltung des Stürmers die Verantwortlichen in München überrascht. Diese sollen mittlerweile ernsthaft in Erwägung ziehen, Transferverhandlungen mit Barcelona aufzunehmen. Besonders interessant: Laut der SZ hat Barcelona die finanzielle Schmerzgrenze für Lewandowski auf 60 Millionen Euro festgesetzt. Die Barca-Bosse sind davon überzeugt, dass die Bayern ein Angebot in dieser Größenordnung nicht ignorieren können, vor allem mit Blick auf die Tatsache, dass dieser in knapp 12 Monaten ablösefrei zu haben ist. In den vergangenen Tagen machten immer wieder Meldungen die Runde, wonach die Bayern bereits ab einer Summe von 40 Millionen Euro gesprächsbereit wären. Zwischen Barcelona und Lewandowski soll bereits alles klar sein. Der Pole hat sich demnach mit den Katalanen auf einen 3-Jahres-Vertrag verständigt. Nach S-Informationen wird der FIFA-Weltfußballer jedoch nur 9 Millionen Euro netto pro Jahr kassieren und damit deutlich weniger als beim FC Bayern, ca. 12 Millionen Euro netto.